Moin aus Hamburg und wir sind mittendrin im Teil 3, meine Damen und Herren. My First Trade. In diesem Videoformat möchten wir euch vorbereiten auf den ersten Trade. Und bevor man einen Trade an der Börse platziert, ist egal in welchem Markt, da muss man erstmal die Grundlage verstehen. Und deswegen nehmen wir uns wirklich Zeit in dieser Videoreihe, die Grundlage zu verstehen. Und wir sind immer noch bei den Devisenmärkten und immer noch bei der Basis. Und heute geht es ein bisschen um die Größe und die Liquidität. Und dann gehen wir auch direkt rein. Und Größe und Liquidität. Finanzmärkte wie zum Beispiel die New York Stock Exchange oder die London Stock Exchange haben einen physischen Standort, also diese riesen Gebäude. An den Devisenmarkt hat weder ein physischer Standort noch eine zentrale Börse. Es wird im sogenannten Interbankenmarkt koordiniert. Die Währungen werden im sogenannten Interbankenmarkt gehandelt. Der Markt ist komplett elektronisch geöffnet an 5 Tagen der Woche und für 24 Stunden. Das heißt auch gerade so für die Trader, die Stop-Loss-Marken platzieren, wir haben hier keine großen Gap-Risiken, außer am Wochenende und am Sonntagabend, wissen die Devisenhändler, wird dann wieder in Neuseeland gehandelt. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Trades überall auf der Welt ausgeführt werden können. Von überall auf der Welt ohne zentralen Standort. Das ist der Devisenmarkt, meine Damen und Herren. Genannt auch Over-the-Counter, OTC. Und hier haben wir so ein paar Marktteilnehmer wie Morgan Stanley, Deutsche Bank, Goldman, Nomura, Hedgefonds und UBS, die diesen Kurs stellen. Ja, und es ist der größte und beliebteste Finanzmarkt der Welt. Und wir haben hier auch nochmal diese paar Bullet-Punkte wie Handelskonditionen, Aktivität der Preise und Reputation der Gegenpartei. Das wird alles gematcht und zwar nicht von einer zentralen Börse, sondern von einem Broker. Das heißt, wenn ich als Kleinanleger, als kleiner Trader da eine Order platziere, matcht der Broker diesen Kurs und ihr seid genau angeschlossen an diesen großen Banken, als wenn ihr mittendrin seid. Also der Broker spielt hier eine zentrale Rolle für uns Privattrader. Und hier sehen wir, selbst wenn wir verschiedene Konten hätten, Broker 1, Broker 2, Broker 3, Broker 4, sind die Kurse identisch. Ja, auch wenn das Mitbewerber sind, weil das alles zentral gelegt wird. Jetzt kann der eine oder andere sagen, ja, aber der Spread ist da ein bisschen teurer. Das sind letztendlich die Kosten beim Broker. Da werden wir uns auch nochmal detailliert mit auseinandersetzen. Und deswegen haben wir im Traders Club auch immer mehrere Broker für unsere Clubmitglieder am Start. In dieser Grafik sehen wir, welcher Markt den größten Anteil hat. Und wir sehen, das ist der US-Dollar. Und da möchte ich auch gerne mit euch tiefer reingehen, nämlich der Dollar ist die wichtigste Währung weltweit. Ja? Und wenn der US-Dollar die Hälfte aller wichtigsten Währungspaare ausmacht und die Hauptwährung 75 aller Trades ausmacht, dann ist es sehr, sehr wichtig, auf den US-Dollar zu achten. Ja? Und da werden wir uns mal detailliert anschauen. Laut dem Internationalen Währungsfonds, ja, macht der US-Dollar rund 64% aller Währungsreserven aus. Das ist eine Monsterzahl, weil viele Investoren, Unternehmen und Zentralbanken ihre Währungsreserven in US-Dollar halten. Kernpunkte, warum die US oder der USD eine wichtige Rolle spielt. Die Wirtschaft der Vereinigten Staaten ist die größte Wirtschaft nach wie vor der Welt. Der US-Dollar ist die Reservewährung der Welt. Und weltweit haben die USA die größten, liquidesten Finanzmärkte. Ja, die Vereinigten Staaten haben ein stabiles politisches System, in Anführungsstrichen. Die Vereinigten Staaten sind militärisch führend in der Welt. Und der US-Dollar, und das ist, glaube ich, für uns Trader auch wichtig, ist das Tauschmittel für viele grenzüberschreitende Transaktionen. Beispiel, der Ölpreis wird in US-Dollar notiert. Somit werden die US-Dollar auch Petrodollars bezeichnet. Ja, wenn zum Beispiel in Mexiko Öl aus Saudi-Arabien kaufen will, dann muss es in US-Dollar bezahlt werden. Also muss derjenige in Mexiko, der Käufer, erstmal von Saudi-Arabien, wenn er das Öl haben möchte, erstmal Dollar tauschen. Hier sehen wir nochmal den Werdegang in den Devisen, wie das Ganze aussieht. Spekulationen an der Forex. Ja, Spekulationen an der Forex. Während des Handels und Finanztransaktionen Teil des Handelsvolumens sind, basiert der größte Teil des Devisenhandels auf klassischer Spekulation, meine Damen und Herren. Der größte Teil des Handelsvolumens entsteht durch Händler, die auf der Grundlage von Intraday-Kursbewegungen Währungen kaufen und verkaufen. Durch Spekulation verursachtes Handelsvolumen beträgt, meine Damen und Herren, 90%. Der größte
oder die Größe des Devisenmarktes bedeutet, dass die Liquidität extrem hoch ist. Aus Sicht eines Händlers ist die Liquidität sehr, sehr wichtig. Durch eine hohe Liquidität wird sichergestellt, dass man die geplanten Transaktionen zum vorhandenen Preis auch durchführen kann. Ein liquides Marktumfeld wie bei den Devisen ermöglicht es, dass wir großes Handelsvolumen mit sehr geringen Auswirkungen auf den Preis umgesetzt werden können. Dennoch, meine Damen und Herren, die Markttiefe variiert je nach Währungspaar und Tageszeit. Und da möchte ich heute auch Schluss machen und euch natürlich Appetit auf mehr geben, denn das ist extrem wichtig. Ja, welche Handelszeiten, welche Währungen kann ich dann auch letztendlich traden, zu welcher Uhrzeit? Da werden wir, und das werden wir uns in den nächsten Wochen detailliert anschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wünsche bis dahin gute Trades, eine erfolgreiche Woche. Bis nächste Woche. Bleibt gesund!